Der Saisonstart steht vor der Tür. Wir sind heiß. Deshalb begrüße ich euch recht herzlich hier zu dieser neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und diese Folge hat schon ein bisschen oder bringt schon ein bisschen was mit sich. Ich muss euch sagen, wir haben hier bei Transfers noch was gefunden. Und zwar werden noch der ein oder andere Spieler zu uns wechseln. Das habe ich jetzt erst gesehen, weil ich habe irgendwie das so ein bisschen verdrängt, dass ja auch noch der ein oder andere Spieler kommt. Und zwar Emil Stougaard scheint ein Talent zu sein, 21-jähriger Däne, Innenverteidiger. Da steht jetzt nicht wirklich was dabei. Dann haben wir hier noch Sean Agbaye, ist linker Mittelfeld oder links außen. Hat jetzt von den Werten, ist er noch nicht so überragend, sage ich mal, ne? Mal schauen, was da auf uns zukommt. Dann haben wir mit Scott Banks einen Allrounder. Ein Offensiv-Allrounder, der von den Fähigkeiten, wie es hier dargestellt wird, gar nicht mal so schlecht ist. 21-jähriger Schotte, bin ich auch mal gespannt. Und Simon Zoller haben sie noch verpflichtet für das Sturmzentrum. Der ist mittlerweile aber auch schon 32. Kann ich nicht so wirklich nachvollziehen, warum man den jetzt noch verpflichtet hat. Im Sturm sind wir eigentlich gut besetzt. Und zwar habe ich Andrew Ayew einen Vertrag vorgelegt, denn der gute Mann ist vereinslos und vom Scoutbericht her wäre es eine hervorragende Neuverpflichtung. Ist zwar schon 33 Jahre alt, aber ein unglaublicher erfahrener Spieler, ja, auch was die Länderspiele betrifft. Ne, 112 Länderspiele, 24 Tore für Ghana. Ja, Ayew sagt, glaube ich, jedem was. Ich denke schon, dass er uns im offensiven Bereich helfen könnte. Kann rechts sowie links und auch im Sturmzentrum vorne spielen. Die Fähigkeiten hat er dafür auf jeden Fall, wie man das hier sehen kann. Ne? Und wir probieren das einfach mal aus. Genau. Ich denke, sonst transfermäßig werden wir nichts mehr machen. Was ich noch gemacht habe, ich habe die Spieler registriert, mit denen wir hier in der ersten Mannschaft auch spielen wollen. Das habe ich alles offscreen gemacht. Somit steht auch der Kader der ersten Mannschaft. Ich weiß noch nicht so ganz, warum die beiden jetzt hier noch drin stehen. Die habe ich eigentlich auch in die zweite befördert. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, steht hier auch nichts mehr. Also eigentlich sind die gar nicht mehr in der ersten Mannschaft, genau wie Medic. Den habe ich auch in die zweite befördert, weil der uns noch verlassen wird. Der wird ja noch zu Ajax wechseln. Ansonsten könnt ihr ja hier sehen, das ist unsere Mannschaft bzw. unser Kader für die kommende Saison. Ich denke, wir sind gut gewappnet. Wir haben sehr gute Spieler dabei. Ich habe diesen jungen Burschen hier noch aus der zweiten rüber geholt. 16 Jahre jung, tolles Talent und Scout hat auch gesagt, sehr nah an der ersten Mannschaft, kann sich gut entwickeln. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann holen wir ihn noch rüber für die Innenverteidigung. Schauen, dass wir ihn da gut entwickelt bekommen. Und dann haben wir natürlich noch Morera rübergeholt für die Rechtsaußenposition, den ich ja sowieso schon auf dem Schirm hatte. Genau, das ist auf jeden Fall der Kader, mit dem wir in die Saison gehen werden. Transfermäßig ist leider auch nichts mehr drin. Wir haben absolut kein Geld. Wenn die jetzt noch kommen, die Spieler, okay, der kommt für 0, der kommt für 0. Scott Banks ist, glaube ich, eine Laie, ne? Bis Ende der Saison. Okay, so wie das aussieht, kommen die alle für 0, ne? Ablösefrei, 0 Euro, 0 Euro. Ja gut, aber ich glaube trotzdem, dass da transfermäßig nicht mehr viel drin sein wird. Denn für ein paar Tausend oder 100.000 Euro kriegen wir halt nicht wirklich einen Spieler, der uns jetzt auch direkt hilft. Aber wir werden mal schauen, was noch möglich ist, wenn die Spieler jetzt alle weg sind. Und dann mal gucken, was wir da noch an Transferbudget überhaben und ob wir dann eventuell noch was machen können. Was wir allerdings noch mal machen können, ist hier auf Sportdirektor gehen, Transferziele vorschlagen und dann könnten wir uns ja mal anzeigen lassen, welche Spieler so ablösefrei sind. Wir gehen jetzt einfach mal hier in die Verteidigung vorschlagen. Da haben wir hier Almami Touré, Mustafi. Mustafi ist ablösefrei? Vereinslos. 31, bringt natürlich auch viel Erfahrung auch mit, ne? Einer, den man kennt, Verteidiger. Da sind wir eigentlich ja auch gut aufgestellt, ne? Aber für die Breite wäre das ja gar nicht mal so schlecht, ne? Mustafi könnten wir theoretisch mal versuchen, ne? Vertrag anbieten, Berichte, Scout-Bericht. Spielerweg scouten ihn einfach mal. Mal gucken, was der Scout dazu sagt. Ja, ich habe gedacht, okay, wir gucken jetzt einfach mal. Vielleicht ist ja noch irgendwas Nennenswertes dabei, wie Mustafi jetzt zum Beispiel, ne? Sag mal, Seku, auch ein interessanter Spieler, ne? Aber der ist doch nicht ablösefrei, ne? Der hat einen Marktwert von zwischen 3,2 und 7 Millionen.
Für rechts und links, da brauchen wir eigentlich auch keinen. Ne? Vielleicht nochmal fürs zentrale Mittelfeld schauen. Julian Green haben wir hier noch. Und der ist auch interessant, ne? Aber der kostet auch Geld. Also wie ihr seht, es ist nicht so einfach. Wie gesagt, wir werden erstmal schauen, wenn die Spieler uns verlassen, was da noch vielleicht möglich ist. So, Albers hat gesagt, dass er unzufrieden mit der Situation ist, dass wir ihn in die zweite Mannschaft befördert haben. Den 33-jährigen Wandervogelstürmer. Wir haben aktuell absolut gar kein Verhältnis. Er hat auch keine richtige Meinung über mich. Moral ist ziemlich schlecht aktuell. So, ich habe gesagt, okay, dann sprechen wir mal mit ihm. Ich bin bereit, das erstmal zwischen uns zu halten, aber ich bin nicht glücklich, dass ich aus der Mannschaft gestrichen wurde. Dafür hätte ich gerne eine Erklärung. So, was haben wir denn hier? Ich habe darüber nachgedacht und ich denke, dass es für uns beide von Vorteil wäre, wenn sie sich ein Ziel setzen würden. Was denken Sie darüber? Ja, eigentlich ist das ja auch der Grund, ne? Ich sehe da einfach auch keine Zukunft. Das werden wir ihm auch so sagen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich nur etwas zu bieten habe. Diese Art der Behandlung verdiene ich nicht. Das soll keine große Sache werden. Ich werde sie sofort wieder in die erste Mannschaft versetzen. Ihre Proteste wurden zur Kenntnis genommen. Allerdings habe ich schon eine Entscheidung getroffen, die ich auch nicht mehr ändern werde. Ich muss schon sagen, dass ich ziemlich enttäuscht bin, wie sie damit umgegangen sind. Okay, kann ich mit leben. Aber es hat für mich einfach keinen Sinn mehr. So, ne? Wir haben im Sturm sind wir gut aufgestellt. Aber hier müssen wir noch den Transferwert einstellen. Ne? So, 200.000 bestätigen. Warum sind die alle immer für null auf der Transferliste? Das verstehe ich nicht. Aber gut, so, Metz möchte persönliche... Oh, er auch. 30 Jahre alt, ne? Stammspieler in seinen besten Jahren, aber bei mir ist er halt kein Stammspieler, ne? Bei mir wird er auch kein Stammspieler sein. Für die Innenverteidigung habe ich einfach andere Leute, die hier... denen ich hier den Vorzug geben möchte. Sage ich, wie es ist. Wir haben ja die Bamba jetzt noch rübergeholt, den 16-Jährigen. Carol Metz ist ja eigentlich von der Verfassung her und von der Fähigkeit her oder von den Fähigkeiten her gar nicht mal so schlecht, ne? 30 Jahre alt, 1-2 Jahre könnte er vielleicht doch noch bei uns bleiben, ne? Wir werden ihn doch wieder in die erste Mannschaft holen. Für die Breite, denke ich mal, ist das in Ordnung. Dann müssen wir aber auch, wie gesagt, hier nochmal reingehen. Wegen der Registrierung. Karol Metz, Auswahl bestätigen, jawohl. Dann werden wir das hier auch erledigen. Problem beheben. So, war ein Fehler von mir, das weiß er zu schätzen. Okay, perfekt. Dann haben wir das nämlich auch, so gut es geht, erledigt. Und hier kann man sehen, Schalke ist absolut insolvent. Nettoverschuldung 304.493.082. Boah, das ist aber hart, ne? So eine heftige Verschuldung haben die echt. Ja, Angebot für Ayu, der will sich nicht direkt entscheiden. Ich hoffe, dass das schnell geklärt wird. Saliakis, oh mein Gott. Saliakis hat sich verletzt. Muskelbündelriss in der Bauchmuskulatur. Oh, fällt für 3 Monate aus, ey. Das ist natürlich hart jetzt für uns, ne? Rechtsverteidiger. Da müssen wir nochmal gucken, was wir da jetzt machen. So, was haben wir hier? Flügelspieler. Aber eher offensiv. Stürmer. Mittelfeld. Ah, das ist bitter, ne? Das ist jetzt wirklich bitter, muss ich sagen. Rechtsverteidiger Luca Günther. Tolles Talent, das nah an der ersten Mannschaft ist. 21 Jahre. Hat schon gute Werte, muss ich sagen, ne? Der gefällt mir schon mal ganz gut. Innenverteidiger. Ist auch der Einzige, ne? Der da rechts spielen kann. Er kann auch noch rechts spielen, aber er gefällt mir schon recht gut. Nehmen wir mit rüber in die erste Mannschaft. Registrieren ihn auch direkt. Ist auch ein Eingewächs, genau. Aber der ist schon automatisch registriert, okay. Warum ist der nicht spielberechtigt? Packen wir erstmal für Saliakis dahin. Nicht spielberechtigt, das verstehe ich nicht. Ist am selben Tag bereits für ein anderes Team aktiv. Wahrscheinlich für die zweite. Okay, müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt hier bemerkbar macht. Falls nicht, dann muss Treuder spielen. Machen wir das so. Jetzt der Scout-Bericht über Kaiserslautern. Schnelligkeit. Das Team im Allgemeinen besitzt ein hohes Maß an Schnelligkeit, Aggressivität. Es gibt ein hohes Maß an Aggressivität, wenn sie auch zumeist richtig kanalisiert wird. Schwächen ist das Tackling und die Zielstrebigkeit. Tackling gehört generell nicht zu den Stärken des Kaders. Gut für uns. In Sachen Zielstrebigkeit ist man auch nicht gut aufgestellt. Die Mannschaft an sich, die spielen mit einer Dreierkette. Nee, mit einer Fünferkette, okay. Zwei Defensive, einen Offensiven und zwei Stürmer, ne? Wenn ich das hier so sehe. Ah, so tief brauchen wir eigentlich nicht reingehen hier, ne?
Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich auch auf den Saisonstart. Nochmal auf das Thema Mustafi zu sprechen zu kommen, da wir jetzt ja den Ausfall auf der Rechtsverteidigerposition haben, habe ich Mustafi jetzt nochmal ein Angebot unterbreitet und bin gespannt, ob er das annehmen wird. Also ich denke, mit Mustafi hätten wir vielleicht nochmal eine gute Option für die Verteidigung. Der kann ja auch rechts spielen, ne? Ich denke, das wäre schon nochmal eine gute Sache. Genau, dann haben wir jetzt noch das Ding, dass wir die Kapitäne noch auswählen müssen. Aktueller Kapitän ist Jackson Irvine. Der wird es auch bleiben. Ich will da gar nichts dran rütteln. Und Vizekapitän bleibt auch Hauke Wahl, weil die einfach aktuell die besten Werte da haben, ne? Also da wollen wir auf jeden Fall nichts verändern. Wir bestätigen das Ganze. Platzwart erkundigt sich nach Spielfeldänderungen. Hat gefragt, ob sie Änderungen an der Spielfeldgröße vornehmen möchten. Die zweite Bundesliga schreiben vor, dass das Spielfeld mindestens 100 Meter lang und 65 Meter breit sein muss. Das größtmögliche Spielfeld kann 105 Meter lang und 68 Meter breit sein. Das Spielfeld ist derzeit 105 Meter lang und ist ja voll ausgeprägt, ne? Bestätigen. Gut. Zwigala hat sich im Training wohl verletzt. Verhärtung der Oberschenkelrückseite. Fällt Gott sei Dank nur ein, zwei Tage aus. Das wäre es jetzt auch noch gewesen, wenn er uns jetzt auch noch beim Saisonstart hätte gefehlt. Meine Güte. Scouting-Meeting. Jan Sandmann ist wie gewünscht 15 Vorschläge durchgegangen und er hat 6 Spieler für Scouting ausgewählt. Gehen wir mal kurz rein hier nochmal. Und hier ist auch sehr interessant, ne? Luis Gustavo wäre eine hervorragende Neuverpflichtung. Defensives Mittelfeld ist auch aktuell vereinslos, ne? Also klar, ist schon 36, aber ähnlich wie Ayu bringt auch Gustavo sehr viel Erfahrung mit. Das Problem ist halt, defensiv sind wir eigentlich auch sehr, sehr gut aufgestellt. Ob das Sinn macht, also wäre jetzt vielleicht noch 2-3 Jahre jünger, würde ich sagen, okay, könnte man machen. Für ein Jahr vielleicht, ne? So ähnlich wie bei IU, aber 36 ist natürlich schon echt recht alt, ne? So, was haben wir hier noch? Paolo Farago, Ayala, auch schon 32. Flügelspieler, Koulibaly, was? Der ist vereinslos. Tanguy Koulibaly, Franzose. Transferangebot von folgendem Verein liegt vor, Venezia. Boah, aber das ist ein ordentliches Talent, ne? Also bei ihm würde ich es vielleicht auch mal versuchen, ihn einen Vertrag anzubieten. Stammspieler, das ist immer schwierig, ne? Also ich würde eher Rotationsspieler sagen und dann würde ich hier auf Stammspieler gehen. Ziel setzen, was kann man denn da sagen? Torin, das sagen wir ihm jetzt mal nicht. Vorschlagen. Auch für die Frühphase der Verhandlungen liegen wir ziemlich weit auseinander. Das war mir irgendwie schon klar, ne? Aber das ist echt ein Spieler, boah, das müssen wir versuchen, ne? Das müssen wir echt versuchen, ne? Probieren wir das jetzt hier einfach mal, okay? Wir probieren es einfach aus. Vertrag verhandeln. Mal gucken, ob er das überhaupt annimmt, ne? Was die verlangen, das können wir gar nicht annehmen. Das sprengt komplett alles. Ne, das müssen wir abbrechen. Leider nicht. Alter, das wäre auch zu schön gewesen. Er ist echt ein guter, junger Spieler. Kilian Fischer. Ah, die kosten auch alle viel Geld. Ich denke, das war es jetzt auch erstmal mit den Transfers. So, Update zum Scouting-Fokus. Okay, Sandhausen hat Otto verpflichtet. Genau, das wussten wir ja. Ich glaube, der hat auch ein bisschen Geld eingespielt, ne? Gut, dann machen wir weiter. Hier haben wir jetzt doch nochmal den Scout-Bericht zu Luis Gustavo. Was dafür spricht, er ist von Natur aus fit, weshalb es nicht viel Training braucht, damit er ein Spiel durchstehen kann. Professionelle Persönlichkeit, er hat sehr viel Länderspielerfahrung, kann auf ein paar verschiedenen Positionen spielen. Kontra, da haben wir noch mehr, erfüllt Kaderregistrierungsregel für Mindestanzahl, ist auch deutscher Staatsbürger, guter Mann, Decker. Kontra, der oft mangelnde Einsatz des Spielers kann eine zusätzliche Last für seine Teamkollegen bedeuten. Gustavo wird sich wahrscheinlich nicht eben mal in die Kerngruppe des Kaders einfinden, könnte aber in eine Nebengruppe passen. Nee, das machen wir auf jeden Fall nicht. Gute Nachrichten haben uns erreicht. Und zwar haben die Spieler, wo die Verträge in einem Jahr auslaufen, haben verlängert. Somit erhält Armin Yidu zum Beispiel einen neuen 3-Jahres-Vertrag, auch Turchan erhält einen neuen 3-Jahres-Vertrag. Vassili unterschreibt einen neuen 3-Jahres-Vertrag. Zwigala einen neuen 2-Jahres-Vertrag. Und es sind noch ein, zwei andere Vereine an Mustafi interessiert. Zum Beispiel Hannover hat noch ein Angebot abgegeben und Vancouver auch.
Wir müssen abwarten, wie sich Mustafi da jetzt entscheidet. Und hier haben wir die Erwartungen gegen Kaiserslautern vom Vorstand. Der Vorstand hofft auf einen Sieg, weiß aber, dass der Gegner nicht ohne Grund in der Favoritenrolle ist. Meinung des Vorstands, man freut sich darauf, jede Menge unterhaltsamen Fußball zu sehen. Erwartungen der Fans, Remis. Die Fans rechnen mit einem Unentschieden, wenn es einen Gewinner gibt, dann Kaiserslautern. Oh, okay. Meinung der Fans, man hofft auf das Debüt von Hauke Wahl. Ja, also wir gehen natürlich auch voller Euphorie in dieses Spiel, ne? Überblick, Saisonerwartungen, Update zum Thema Eingewechsel. Okay, Fitnesstest, das sieht ja ganz gut aus. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz auf die Mannschaft ein. Ich möchte nicht so viel ändern, ehrlich gesagt. Ich möchte lediglich Armin Nido da vorne reinstellen für Eggestein, der mir im letzten Test nicht ganz so gut da vorne gefallen hat, ehrlich gesagt. So, Eggestein, genau, steht, also sitzt auch auf der Bank. Das ist gut. So, müssen wir mal gucken hier. Für rechts haben wir einen dabei. Irvine wäre auch wieder fit, ne? Ah, ne. Der ist noch nicht wieder fit. Sprich, wir könnten... Also da haben wir für rechts außen jemanden. Moreira. Ich würde ihn noch mitnehmen. Irvine raus. Da haben wir ja noch mit Kalfe auf der Position. Und so viel Verteidiger brauchen wir eigentlich auch nicht mitnehmen, ne? Da würde ich dann noch Metz mitnehmen. Die Bamba mal raus. So passt mir das eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Treu auf rechts. Smith im defensiven Mittelfeld. Lediglich Zwigala, ne? Bringen wir den von Anfang an. David Nemeth hat mir eigentlich sehr gut gefallen in den Testspielen, ne? Aber Zwigala ist auch sehr stark. Bringen wir mal neben Hauke Wahl in der Innenverteidigung. Ritzka bleibt da. Hartl und Bukalfa im zentralen Mittelfeld. Das würde ich, denke ich mal, auch so stehen lassen. Oder wir bringen... Was sagt denn Metz hier? Als Innenverteidiger ist er auch echt stark, ne? Nee, das lassen wir so. Er hat mir eigentlich auch recht gut gefallen. Saad auf links, Sinani rechts und vorne Armin Yidu. Ich denke, das passt erstmal so. Ich denke, so sind wir gut aufgestellt für das Spiel gegen Kaiserslautern, wo wir jetzt auch reingehen werden. Auf geht es. Taktik-Meeting. Taktik-Ratschlag vor dem Spiel. 4 Änderungen vornehmen. Nee, will ich eigentlich gar nicht. Es bleibt so, wie ich das aufgestellt habe. So, gehen wir zur Teamauswahl und zum Spiel. Ich bin sehr gespannt. Was haben wir jetzt hier noch? Rückennummern. Achso. Rückennummern müssen wir noch auswählen. Moreira, offensiver Mittelfeldspieler, kriegt erstmal die 29. Metz kriegt die 3 und Luca Günther kriegt die 31. So, Nummern abgeben. Dann passt das auch. So, Hauke Wahl ist erfreut. Freut sich über die Aufstellung. Saad denkt, dass die Teamanweisungen und bestimmte Spielereigenschaften nicht zueinander passen, ist trotzdem sehr zufrieden. Ich bin mal gespannt, wir haben ja im zweiten Test wirklich auch überzeugt, was die taktische Leistung angeht und auch spielerisch war das sehr stark. Gehen wir in die Kabine, geht raus und beeindruckt mich, ist schon eine sehr krasse Ansprache, ne? Alles Gute da draußen, habt Spaß, ich erwarte heute einen Sieg, raus mit euch und zeigt den Fans ein Spiel, das deren Eintrittsgeld wert ist. Geht einfach raus und amüsiert euch. Ich sage, alles Gute draußen, habt Spaß. Ja, dann wollen wir mal. Gehen wir zur Spielvorschau und die Aufstellungen. Wie erwartet, ein 5-2-3 von Kaiserslautern, wie wir das auch schon gesehen haben. Unsere Aufstellung, bin sehr gespannt, ob wir das heute auch so umsetzen können. Die Tabelle, Schalke und der HSV haben schon gespielt, so wie es aussieht. Das Ganze überspringen wir mal. Und los geht's. Wir spielen von links nach rechts in den weißen Trikots. Beuth. Tomiak. Und Elvedi. Kaiserslautern ja wirklich auch ein großer Name eigentlich. Wird auf jeden Fall nicht einfach sein, auf dem Betzenberg zu bestehen. Jetzt wir aber beim Einwurf. Armin Yidu Sinani. Oh Mann, die erste Möglichkeit. Ein guter Schuss vor dem Strafraum da. Gute Möglichkeit hier zum 1-0. Nihus meine ich, nicht Neuhaus. Gut gemacht.
und zurück zum Torhüter gepasst, Smith, der mir im zweiten Testspiel unglaublich gut gefallen hat. Hat da hinten so gut wie alles abgeräumt, ne? Jetzt müssen wir aufpassen, Boyd. Was die Schnelligkeit angeht, kommen wir nicht so ganz hinterher. Jetzt die Flanke. Oh, gut gehalten von Vassili. Richtig guter Kopfball. Hat sich da im Luftduell noch durchgesetzt. Raschel jetzt beim Eckball. Und Vassili hat den Ball. Zum Glück. Aber auch eine ordentliche Möglichkeit hier für Kaiserslautern in Führung zu gehen. Jetzt mal der Konter. Über Treu. Über rechts. Ist da aber leider alleine. Kann sich da auch gegen Kraus im Laufduell nicht durchsetzen. Und Kaiserslautern kommt über links. Gutes Auge gehabt. Aber Vassili wieder super gehalten. Zum Eckball. Raschel wieder mit der Ecke. Und wieder Vassili. Kann ihn gerade noch so über die Latte lenken. Zu einem weiteren Eckball. Lautern drückt jetzt hier auf das erste Tor. War gut aufgepasst. Jetzt der Konter. Ah, das hätte schneller gehen müssen. Da hätte er schon abspielen müssen. Wieder Wahl, der da hinten gut aufpasst. Armin Jidu sieht das Saad. Gut. Oh. Gut in den Raum gespielt. Da hat sich Saad auch gut freigelaufen. Das war eine Riesenmöglichkeit hier wieder für uns. Ne? Elversberg führt gegen Hannover. Karlsruhe Osnabrück 1:1. Lars Stindl hier mit dem Tor für Karlsruhe. Und wir befinden uns in der 34. Minute gleich. Ritzka jetzt mal über links. Bokalfa mit der Flanke, da ist Armin Jidu. Dass er da noch zum Kopfball gekommen ist, wurde da gut gedeckt, aber ja, hat auch ein bisschen was mit dem Kampfgeist zu tun, da so hochzusteigen und dann noch zum Kopfball zu kommen. 2:0 für Elversberg. Yannick Rochelt, 36. Minute. So, gleich wird Halbzeit sein. Ich denke, das war eine recht gute Halbzeit von beiden Mannschaften. Auf beiden Seiten gab es Torchancen. Ich denke, wir haben defensiv trotzdem ganz gut gestanden. Und vorne hatten wir auch zwei, drei gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Von daher bin ich erstmal ganz zufrieden, was das angeht. Wir kontrollieren den Ball so gut, so wollen wir das haben. Unser Passspiel war bislang gut, macht weiter so. Wir haben hier die bessere Mannschaft, macht einfach so weiter und wir werden das schaukeln. Wir kontrollieren den Ball gut, sagen wir mal den das. So, da sind doch alle glücklich. Sieht gut aus, deswegen gehen wir erstmal unverändert auch in die zweite Halbzeit. So, jetzt von rechts nach links mit Zwigala. Smith. Sinani. Hauke Wahl, der bisher ein gutes Spiel macht. Treu gefällt mir auch ganz gut auf rechts, konnte sich da leider noch nicht so offensiv durchsetzen. Aber ist ja auch noch ein sehr junger Spieler, ne? 50. Minute, Eckball durch Hartl. Gut aufgepasst von Kaiserslautern, aber Ball ist noch im Spiel. Wahl, Sinani wird geblockt. Gibt noch eine zweite Ecke. Saad spielt zurück auf Sinani. Ah, der stand leider im Abseits. Stunde gespielt. Und wir werden jetzt mal schauen, ob wir den einen oder anderen auswechseln. So, Saad ist verwarnt seit der 17. Minute. Spielt aber ganz gut, ist auch motiviert von der Körpersprache her. Ja, eigentlich hat keiner so richtig eine schlechte Note, sage ich mal, ne? Mir fehlt so ein bisschen aus dem Mittelfeld heraus. Bukalfa, da habe ich noch nicht so viel gesehen, ne? Also ich würde ihn jetzt mal rausnehmen. Wir bringen Connor Metcalfe. Und Sinani gefällt mir bisher ganz gut. Von Saad kam auch eigentlich relativ wenig. Da bringen wir mal den jungen Morera jetzt auf rechts, ne? Genau. Ne, Sinani ist links. Ne, Sinani ist rechts. Auf links meine ich. Genau, so machen wir das. Und dann bestätigen wir das Ganze und gehen wieder ins Spielgeschehen rein. Gucken, ob das was bewirkt in der Offensive. Defensiv will ich eigentlich nicht wirklich viel ändern. Da stehen wir bisher ganz gut. Von daher gibt es da keinen Grund, irgendwas zu ändern. 2:1 für Osnabrück gegen Karlsruhe. 80. Minute läuft. Jetzt der Freistoß durch Clement. Tomiak. Kaiserslautern ist dran. Oh, und da ist das 1:0. In der 80. Minute.
Mann, da haben wir ein bisschen gepennt, ne? Da hinten, Vasili, da keine Chance gehabt. Hier nochmal die Wiederholung. Tomiak, da haben wir ein bisschen geschlafen. Mit der Flanke, Kraus. Ritzka kriegt den Ball da nicht unter Kontrolle. Und Arthur ist es am Ende, der da noch einschiebt. Es bleiben uns jetzt noch 6 Minuten, 5 Minuten reguläre Spielzeit. Das ist bitter. So spät jetzt hier noch das Tor zu bekommen. Jetzt mal die Möglichkeit nochmal. Smith, Sinani, Zwigala, Ritzka, Morera. Da ist mit Keife. Oh. Das wäre fast der Ausgleich gewesen. Schade, schade, schade. Wirklich. 90. ist durch. Die 92. läuft schon. Und gleich wird hier Schluss sein. Jetzt ist Feierabend. Wir verlieren also unser Einstandsspiel. Ne? Ganz bitter, da in der 80. Minute das 1-0 zu kassieren. Aber wir haben über weite Strecken wirklich guten Fußball gespielt, muss ich sagen. Also wir haben gut dagegen gehalten auch. Haben halt unsere Chancen vorne nicht genutzt. Und wurden dann halt mit diesem Fehler, den wir da in der Defensive vorhin hatten, bestraft. Ne? Torhüter kann da absolut nichts für. Wir haben da gepennt. Ritzka hat den Ball da nicht klären können. Und ja, dann war es ein bisschen duselig da im Strafraum und dann brauchte Aache halt nur noch einschieben zum 1-0 und ja, ist bitter für uns, aber im Endeffekt können wir jetzt leider nichts mehr ändern, ne? Ich würde jetzt auch nicht auf die Mannschaft draufhauen, ehrlich gesagt, ne? Ich bin unzufrieden mit eurer Leistung heute, ja, sind wir eigentlich nicht. Wir haben ja eigentlich eine gute Leistung gezeigt, also mit dem 0-0 wäre ich hier zufrieden gewesen, das wäre auch verdient gewesen, ja, einen Punkt hier mitzunehmen. Trotz des Ergebnisses bin ich mit eurer Leistung heute zufrieden. Das werden wir auch so sagen. Ja, und das geht auch gut auf die Mannschaft hier drauf. Ne, wie man hier sehen kann. Ich denke, das ist auch okay. So eine Ansprache muss man auch halten. Von daher ist das in Ordnung. Ja, wir haben keinen Punkt geholt. Stehen jetzt direkt hier auf Platz 18. Aber es haben viele Mannschaften keine Punkte geholt. Ne? So, Hannover verliert 3-4 gegen Elversberg. Wow, 7 Tore gefallen. Osnabrück trennt sich 2-1 gegen Karlsruhe. Und Wien-Wiesbaden 1-0 gegen Magdeburg. So, Reaktion der Fans. Und das ist der Grund, warum mich Ballbesitz-Nerds nerven. Wenn wir so dominant waren, warum haben wir dann verloren? Naja, so dominant waren wir jetzt auch nicht. Kaiserslautern war schon gut. Hatten auch viele Möglichkeiten, Tormöglichkeiten. Ne? Aber auch wir hatten unsere Chancen. Wir haben sie vorne nicht genutzt. Und dann wird man halt in so einem Spiel dann irgendwie doch bestraft auf dem Betzenberg. Ne? Das ist halt, ja, so eine Sache. Ne? Kann sich irgendjemand an eine von uns herausgearbeitete Chance erinnern? Wir waren grottig. Das würde ich nicht so unterstreichen. Mir ist schlecht. Nichts ist schlimmer, als einen späten Siegtreffer zu kassieren. Hatte recht, der Jörg Kuhlmann. Wie gesagt, das war ein Defensivfehler von uns. Da den Ball nicht früh genug geklärt und dann haben wir halt dieses 1-0 bekommen. Muss man jetzt leider mit leben. Wir haben spät verloren. Dennoch haben wir trotzdem ein gutes Spiel gezeigt, muss ich sagen. Also da will ich gar nicht auf die Mannschaft so draufhauen. Wirklich nicht. Wir hoffen, dass wir natürlich im zweiten Spiel das besser machen gegen Düsseldorf. Das wird nicht einfacher. Ne? Aber wir spielen zu Hause mit unseren Fans im Nacken. Und da bin ich positiver Dinge, dass wir da auch wieder ein gutes Spiel zeigen werden und auch unsere Chancen nutzen werden. Ne? Und von daher sehe ich da jetzt gar nicht so schwarz. Ich verabschiede mich an dieser Stelle in dieser Folge mit diesem verlorenen 1-0 gegen Kaiserslautern und freue mich trotzdem auf die nächste Partie gegen Düsseldorf in der kommenden Folge, Freunde. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Danke, dass ihr hier eingeschaltet habt. Hinterlasst gerne einen Daumen nach oben, falls euch die Folge gefallen hat und abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Ciao.